So, da, da. Hi Leute, willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales in den Sümpfen. Seltsam. Warum brennt hier mitten im Sumpf eine Laterne, so weit weg von der Stadt? Laternen mitten in der Wildnis sind meistens kein gutes Zeichen. Egal, ob sie in einem verschneiten Wald oder in einem Sumpf stehen. Ja, das heißt zumindest, dass irgendwas Bewohntes da ist. Das ist schon okay. Ein ziemlich großer und ziemlich hässlicher Steinkopf. Er wurde nur grob behauen. Eine wirklich primitive Arbeit. Oder so ein bisschen. Was sagst du zu dem Bäumchen? Hey, du kommst nicht vorbei. Der hat Achselhaare. Der Baum sieht alles andere als gesund aus. Überall auf seiner Borke wachsen diese seltsamen Pilze und er scheint langsam im Sumpf zu versinken. Da wächst eine Pflanze am Baum. Hey, das sind rote Schweißachseln. Pfui. Ich hab sie. Pfui. Das ist eklig. Also richtig. So. Gehen wir mal weiter. Was hat er da hinten? Das wird mir noch nicht gesagt. Ich frage mich, wie das hierher gekommen ist. Vielleicht bei einer Sturmflut? Wahrscheinlich, ja. Die Schnitzereien sehen unglaublich aufwendig aus. Irgendjemand wird sehr lange daran gearbeitet haben. Das ist aber wirklich schön. Meerjungfrau, da auch. Da ist das Gesicht. Also, nicht von der Meerjungfrau, sondern... Oh, da ist das Skelett. Ich frage mich, was das für ein Tier gewesen ist. Und noch viel wichtiger, gibt es diese Tiere hier noch immer? Nehmen mal wir sehen. Mit. Ganz morsch. Aha, Da sind Knochenwürmer am Werk. Sie höhlen Knochen aus wie Holzwürmer die Bäume. Sehr gut, da brauchen wir auch welche. Damit habe ich die Würmer für meinen Trank. Das geht ja hier ratzfatz voran. So, klopf, klopf. Wer ist da? Nee, ich bin's. Huch. Bist du der Siegfried? Ja. Kiss, ne? Spliss. Ist voll gruselig, der Kerl. Betrachten erstmal das Buch. Ein altes Buch. Es ist leer. Aha. Oh, ein Teddybär. Ein altes... Süßen, ein menschliches Kusche. Skelett? Vielleicht gehörte die arme Seele zur Besatzung des Schiffs? Red mit ihm. Ich kann nichts Interessantes entdecken. Das Skelett sieht ziemlich alt aus und müffelt ein wenig. Aber ansonsten... Wie, wer müffelt hier? Ich müffel nicht. Ah! Sie haben mich fast zu Tode erschreckt. Das wage ich zu bezweifeln. Leider. Wer sind Sie? Ich bin der Tod. Müssen Sie da nicht in Großbuchstaben sprechen? Sie sind der Tod? Ich habe immer gedacht, den Tod hört man nur in seinem Kopf. Und müssten Sie nicht in Großbuchstaben sprechen? Irgendwie beeindruckender halt? Ja, eigentlich schon. Was ist der Tod schon in dieser Welt? Gar nichts. Das hier ist ein verfluchtes Point-and-Click-Adventure. Hier stirbt niemand. In jedem vernünftigen Rollenspiel muss man 100 Ratten töten, nur um die zweite Stufe zu erreichen. Das sind richtige Spiele. Ja. Du meinst, niemand kann sterben? Das ist ja schrecklich. Vorher habe ich doch meinen Hamster Mucki im Garten. Aber es gibt doch Krieg. Mit vielen Toten. Und ich bin mir sicher, dass mein Hamster Mucki schon vor Jahren gestorben ist. Oder nicht? Natürlich gibt es das alles, aber du siehst niemanden sterben. Und du kannst hier niemanden töten. Mucki war schon immer tot. Genau wie die meisten Stadtbewohner und das Schwein, das für deinen Frühstücksschinken gesorgt hat. Sie wurden tot erschaffen, verstehst du? Das sind die Stellen, die ich in Romanen immer überblättere. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ist der Tod nicht das Ende, sondern nur der Anfang von etwas Neuem? Was versuchst du da? Intellektuell zu sein? Immerhin ist es eine der zentralen Fragen des Lebens. Mich hat nie interessiert, was nach mir kommt. Ich blicke nur voraus. Solltest du auch. Okay.
Sie sind doch der Tod. Aber Sie sind doch der Tod. Wer sollte Sie daran hindern, irgendwelche Leute umzubringen? So einfach ist das nicht. Ich bin mittleres Management. Ich treffe keine Entscheidungen, ich führe nur aus. Oh, Herr, das heißt? Wann jemandem die Stunde geschlagen hat, lege nicht ich fest, sondern der Chef. In dem Buch dort, dem Buch der Toten, ist alles aufgeschrieben. Name und Todeszeitpunkt eines jeden Lebewesens in dieser Welt. Aber wie du leicht sehen kannst, steht da gar nichts. Kein Mord, kein Unfall, kein Suizid. Hier ist noch nie jemand gestorben und hier wird auch nie jemand sterben. Was soll ich also hier? Ja, das ist eine interessante Frage. Warum ist es hier dunkel? Mir ist aufgefallen, dass es hier im Sumpf Nacht ist. Und in der Stadt ist es Tag. Wie kommt das? Keine Ahnung. Vermutlich Magie. Ah. Ah. Das klingt logisch. Kennen Sie den Geisterspiegel, der in der Zaubererschule steht? Sicher. Hat früher dem alten Balthasar gehört. Meister Markus sagt, er führt in das Reich der Toten. Jupp. Tut er. Aber nur Geister können durch den Spiegel gehen. Jupp. Gibt es gar keine andere Möglichkeit? Warum sollte es? Es ist ein Geisterspiegel. Kein Lebender hätte Interesse daran, durch den Spiegel zu gehen, glaub mir. Doch, ich. Könnten Sie mich zu einem Geist machen? Geister sind Tote, die in dieser Welt noch etwas zu erledigen haben. Du lebst noch und in diesem Spiel kann niemand sterben. Verstehst du die Problematik? Nein. Nein. So ganz klar ist mir das noch immer nicht. Solange dein Name nicht im Buch der Toten steht, kann ich dich nicht ins Jenseits befördern. Auch nicht, wenn ich ganz nett darum bitte? Hier geht es um das Alpha und das Omega, die Ewigkeit. Also, nicht? Nein. Och, Menno. Wenn Sie ein paar Namen ins Buch der Toten schreiben würden, dann könnten Sie die Leute doch umbringen, oder? Und mir Ärger mit den Buchprüfern einhandeln, lieber nicht. Es gibt Buchprüfer für das Buch der Toten? Was tun die? Die prüfen das Soll und Haben. Habe ich exakt so viele Leute getötet, wie ich töten soll? Ein winziger Toter zu viel und hier ist die Hölle los. Nee, nee. Ich lass meine Finger von dem Buch der Toten. Ja, ich muss weiter. Todlangweilig hier. Oh Mann. Der war flach. Das ist ein Ofen. Ein massiver Ofen mit einem schönen Feuer. Er spendet wenigstens etwas Licht und Wärme. Ein massiver Ofen mit einem... Ja, dann wollen wir mal ein kleines Spiel spielen. Ich kann jetzt jederzeit was... Das ist das Buch der Toten. In diesem Buch sind die Namen und Sterbedaten all jener aufgeführt, die der Sensenmann holen soll. Zurzeit steht aber kein einziger Name im Buch. So, dann ändern wir das mal. Ich kann jetzt jederzeit was... Das ist das Buch der... Zurzeit... Ach so. Was glaubst du, tust du da? Oh, nix. Ich wollte nur meine neue Schreibfeder ausprobieren. Nichts weiter. Ich wollte nur meine neue Schreibfeder ausprobieren. Ich würde es begrüßen, wenn du das nicht unbedingt im schicksalsbehafteten Buch der Toten machen würdest. Entschuldigung. Ach so, ups. Ist ein bisschen ablenken. Vielleicht lässt er sich ablenken mit meinem Zauberstab. Nein, glaubt nicht, Mist. Okay. Und wenn wir ihn anmalen. Schau mal, ich hab den einen Ring. Was glaubst du, tust du da? Du. Ich wollte nur einen neckischen Gruß ins goldene Buch schreiben. Selbst wenn es hier ein goldenes Buch gäbe, dürftest du da nichts reinschreiben. Warum? Ich bin Magier. Entschuldigung. Ah, Mensch, so, wir versuchen es nochmal. Diesmal heben wir das Universum aus den Angeln. Die innere Ordnung des Universums stören? Ach so, exakt. Ja. Also lass das bitte. Warum? Entschuldigung. Ach man. Oh, das ist ein Zylinder, da kann man... Ein alter Hut, der schon bessere Tage erlebt hat. Er glänzt nicht mehr und er hat ein paar Mottenlöcher. Okay, komm, hol ihn dir. Ein alter Hut. Ich will den Hut.
kann man bestimmt einen Zauberstab haben. Nein. Verdammt. Da muss ich da auch irgendwie rankommen. Ich will den Hut. Tod, gib mir den Hut. Tag, Tod. Tag. Hallo. Moin. Könnten Sie. Geister sind. Ja. Ja, natürlich. Aber es muss doch einen Weg geben. Mir sind die Hände gebunden. Solange dein Name nicht in dem Buch steht, darf ich dich nicht töten. So gern ich das auch würde. Ja, das ist ja natürlich dann doof, ne? Könnten Sie. Geist. Vielleicht. Das heißt, ich kann Ihre Dienstleistung erst in Anspruch nehmen, sofern Sie einen Auftrag via Buch der Toten erhalten haben? Korrekt. Der Auftrag würde unverzüglich ausgeführt werden. Kein Rücktrittsrecht, keine Gutscheine. Ich sehe, du hast das Geschäft verstanden. Ich muss weiter. Todlangweilig hier. Oh. Krieg ich vielleicht was für ein paar Punkte auf meine Stempelkarte hier? Oder ein paar Payback-Punkte? Oh, was ist das? Ah, Magic Mushrooms. Bläulich schimmernde Pilze mit grünen Sprenkeln. Hm, das könnten die Geisterpilze für meinen Trank sein. So dann. Einpacken. Können Sie es mir vielleicht ein bisschen einwickeln? Das soll ein Geschenk sein. So, was brauchen wir denn noch? Okay, Schimmelschleimextrakt. Wie wir das denn hier? Bestimmt vom Meermarkt. Das war auch so ein Assi. Moin, hast du noch ein bisschen Schimmelschleim extra? Was war das? Oder was? Eine Karotte? Ah, da in der Ecke. Die Karotte passt nicht einmal mehr in den Käfig des guten Bertram. Vielleicht futtert er wirklich ein wenig zu viel. So, dann nehmen wir die mal weg. Ich glaube, damit tue ich ihm einen Gefallen. Okay, damit haben wir eine Karotte. Das können wir als Falle für den Hasen hernehmen. Perfekt. Der Kreis schließt sich. Moin, Schausteller. Du kannst mir bestimmt die Zukunft vorhersagen. Wilbur, was kann ich für dich tun? Ich muss einen Zauberspruch lernen. Ich muss ganz schnell einen Zauberspruch lernen. Und ich dachte, vielleicht könnten Sie... Was denn für einen Zauberspruch? Für meine Diplomprüfung. Ich muss Meister Markus einen Zauber vorführen. Er sagt, dafür muss man Monate üben. So viel Zeit habe ich aber nicht. Ja, ich glaube, das sollte kein Problem sein. Ich kenne viele Zaubertricks. Tricks? Ich kenne zum Beispiel einen in der Fachwelt weitgehend unbekannten Zauber mit einem Zylinder und einem Kaninchen. Echt, was macht man damit? Damit kannst du deinen Meister Markus aus den Socken hauen. Ich brauche nur ein Kaninchen und einen Zylinder. Wow. Und Sie können mir den Zauber heute noch beibringen? Keine Sorge, das ist eine Sache von 5 Minuten. Also gut, ich besorge das Kaninchen und diesen Hut. Ich Glückspilz. Fast zu schön, um wahr zu sein. Aber wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, ist es trotzdem bestimmt wahr, sage ich immer. Ja, das ist logisch. Ich gehe dann mal. Dann gehe ich mein Kaninchen fangen und einen Zylinder. Ich habe gesehen, dass du wiederkommen wirst. Bis dann. Oh, er ist so ein guter, so ein begnadeter Zukunftsvorhersager. Okay, dann gehen wir mal Richtung von der Stadt. In die Richtung der Stadt. So, bla bla bla. Schwierig zu sprechen. So, Karotte. Damit locken wir das Kanickel an. Na, Kleiner, wie sieht's aus? Eine leckere Karotte zur Abwechslung? Das Kaninchen ist eindeutig scharf auf die Karotte. Aber es kommt trotzdem nicht nah genug ran, damit ich es schnappen könnte. Ich muss mir irgendetwas anderes einfallen lassen. Da haben wir einen kleinen Baum. Tja, dann brauchen wir also noch ein... Was macht der da? Psst, ganz leise. Hallo, Herr Krämer. Wo wollen Sie hin? Weg. Einfach nur weg aus diesem Loch. Ich gehe irgendwo hin, wo ich meine Sachen besser verkaufen kann. Aber du schuldest mir noch was. Aber ich darf mir doch noch eine Sache aus Ihrem Angebot aussuchen. Eigentlich sogar zwei. Quatsch. Du hast dir schon zwei Dinge ausgesucht. Den Ball magiegewirkten Stoff und dieses kratzfeste und selbstreinigende Kesselset. Das stimmt nicht. Und Sie wissen es. Ich will mir noch was aussuchen, sonst... Schicke ich das Gewerbeaufsichtsamt vorbei.
Sonst halte ich Luft an, sonst bis ich blau werde. Sonst halte ich so lange die Luft an, bis ich blau werde. Das will ich sehen. Stört mich nicht. Ich schreie ganz laut. Ah, wer sollte dich schon hören? Ich... Ach. Sonst mag ich sie nicht mehr. Und sie sind nicht mehr mein Freund. Der war gut. Ach, was soll's. Hier, du kannst diesen Sack haben. Den kriege ich nicht mehr unter. Und jetzt verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Hoffentlich kann ich mit dem Inhalt wenigstens etwas anfangen. Schon schlimm genug, dass er mich so über den Tisch gezogen hat. Es sind einige Feuerwerkskörper drin. Was soll ich denn damit? Soll ich damit vielleicht einen Tod ablenken oder was? Ah, die Jungs haben was gefunden. Mal sehen. Das sind einige Hirschkäfergeweihe. Was für ein Glück, dass Onkel Alfred welche an der Wand hatte. Hirschkäfer haben nämlich gar keine Geweihe. Okay, damit hätten wir das. Was fehlt uns denn dann noch? Achso, das müssen wir noch zu Pulver verarbeiten. Asthmatische Speckmaden. Jetzt wird es langsam hier schwierig und jetzt beginnt die Sucherei. Das ist voll doof, ey. So, moin Stadtwache. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Gairon, was willst du? Ich bin jetzt ganz offiziell Schüler von Meister Markus. Sein Bester. Toll. Komm wieder, wenn du dein Diplom hast. Es wird nicht mehr lange dauern. Ja, ja. Ja. Ich mache jetzt mein Magier-Dieb. Ich brauche vorher noch Trauben. Was? Trauben? Die Früchte sehen aus wie Weintrauben. In Wahrheit sind es aber Trauben eines Gift-Efeus. Als Kind lag ich wegen denen 2 Wochen krank im Bett und habe die Abenteuer des Ritters Thilo gelesen. Das war schon ein ziemlich grausames Buch. Aber ich habe das Gefühl, hier kommen wir auch nicht weiter. Mal sehen. Nein, mehr ist nicht drin. Ich lege die Fahne in den Eingang. Schon hilfreich, wenn man Verbündete hat, die sich in der Stadt gut auskennen. So, ab in die Kanalisation. Ich bekomme zwar langsam Hunger. Ja, ist besser so, sonst sind die sauer. Ich habe die Hirschkäfergeweihe gefunden. Danke dafür. Kein Problem. Onkel Alfredo hat die Geweihe gern abgegeben, nachdem er erfahren hat, dass sie für deine Ausbildung sind. Sag's doch nicht so. Zurzeit kann er mir, glaube ich, nicht weiterhelfen. Ich lasse ihn weiter... nichts tun. Ja, wie ist halt so Ratten machen den ganzen Tag.